Ja, hey zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem neuen Projekt. Und zwar spielen wir heute und in den nächsten Tagen gemeinsam das Spiel 35mm. Dabei wird es wohl um die Kamera gehen, wenn da schon so eine Kamera abgebildet ist. Ich war auf der Suche nach einem Spiel, was wir spielen könnten, so ein etwas kleineres Projekt, wieder zum wieder einsteigen, zum wieder reinkommen. Und ich habe dieses Spiel gefunden. Das habe ich installiert vor 2, 3, 4 Jahren oder so und wollte das mal mit euch zusammen spielen. Aber irgendwie ist es dazu nie gekommen. Deswegen machen wir es einfach jetzt und wie dem auch immer sei. Deswegen machen wir es einfach jetzt. Ich muss kurz die ich muss kurz die Daten löschen. Denn ich habe gerade schon mal einmal angefangen. Da hat es aber nach einer kurzen Zeit nicht mehr funktioniert. Also da konnte ich plötzlich die Maus nicht mehr bewegen. Ich hoffe mal, dass das diesmal besser klappt. Ich bin einfach mal guter Dinge. Wir starten rein in ein neues Spiel und lasst euch mal überraschen, was es ist. Ich habe nämlich selber gar keine Ahnung. Also überhaupt keine Ahnung, was das hier für ein Spiel werden wird. Ich denke mal, dass es irgendwas zwischen atmosphärisch und Horror wird. Ich kann so viel sagen, ich habe gerade noch mal kurz in die Steam-Beschreibung reingeguckt. Also wir sind hier quasi in einer postapokalyptischen Welt, in einem postapokalyptischen Szenario und spielen diesen Typen, der da jetzt gerade sitzt. Das ist ein russisches Spiel, erinnert mich stark an das eine Spiel, was wir schon mal gespielt haben, wo ich aber gerade nicht mehr auf den Namen komme, ehrlich gesagt. Sieht echt so ähnlich aus. В доме ничего нет. Осмотрись сам, если хочешь. Ja, die Sprache ist komplett auf Russisch, aber halt mit englischen Untertiteln. Also wenn ihr Russisch könnt, dann seid ihr im Vorteil. Ansonsten müsst ihr halt lesen. So wie ich. Oh wow. Okay. I need to check my inventory. So. Okay. Also wir können diese Sachen benutzen, indem wir da doppelt draufklicken. Wir können essen, was das hier ist, also wahrscheinlich Heilung, also Lebensenergie. Eine Kamera haben wir eine und ein Messer haben wir zwei und eine Taschenlampe benutzen wir mit F. Das sieht doch erstmal soweit plausibel aus und die Maus bewegt sich auch noch. Ich bin hellauf begeistert. Ja, dann schauen wir uns mal ein wenig um. Oh Gott, die das ist dieses... Reversed Mouse Ding ist aktiviert. Ich muss es mal kurz ausmachen. Weil das ist wirklich ganz schlimm. So, jetzt kann man auch normal spielen. Ich weiß nicht, wer so spielt. Das ist, ja, wie gesagt, ganz fürchterlich. So, wir machen mal die Taschenlampe an. Oh, guck mal. Da liegen Zeitungen und ein paar Zigaretten. Stummel. Stümmel. Hier haben wir eine Schere, die könnten wir ja theoretisch mitnehmen, ne? Naja, lesen können wir ja auch nichts anscheinend. Hier liegen halt ein paar alte Utensilien rum. Eine Öllampe, die könnte ja eigentlich auch nützlich sein. Okay. Ja, ich konnte das gerade anklicken, aber die Taschenlampe hat nur geflackert. Und sonst nichts. Warte mal, ich mach die mal kurz weg. Na, ich kann damit nichts machen. Warte mal. Sieht immer so aus, als ob ich die anklicken könnte, die Sachen, aber irgendwie passiert nichts. Ah, guck mal mit E. Ah, wunderbar. Da sind nämlich Batterien drin. Ah, hier, er hat gesagt, hier wäre nichts. Ja, Thunfisch und Essen haben wir auch. Gucken wir uns mal ein bisschen um. Das ist ja... Okay, gut, hier drin ist wirklich nichts. Haben wir hier noch was in der Ecke vielleicht? Nö. Nö, nö, nö. Wir können die Sachen... Ah. Upsa. Das heißt, wir können das Ding hier auch hochnehmen. Hallo? Ne. Ja, schade. Okay, gut. Hier können wir aber nochmal reingucken. Und sehen. Ja, nichts Brauchbares. Aber wir konnten immerhin reingucken. Das ist doch schon mal eine super Sache. Hier liegt ein Hammer, glaube ich, wie das aussieht. Eine Zange.
Oh, mein Licht flackert immer so. Das heißt wahrscheinlich, dass ich gleich eine neue Batterie brauche. Oh, ein altes Bild von einem Typen, der Narke dabei hat. Okay. Interessant, aber die Zettel hier kann ich immer noch nicht lesen. Ne. Na gut. Eine Taschenlampe brauchen wir hier draußen nicht mehr. Ich finde es auf jeden Fall schon mal sehr atmosphärisch. Die Musik gefällt mir. Und die Grafik, ja, die ist jetzt nicht berauschend. Aber es ist halt eben auch mit der Unity Engine gemacht. Da kann man auch nicht so viel erwarten, denke ich mal. Das heißt, denke ich mal, ich weiß, dass man da nicht so viel erwarten kann. Die Leiter können wir nicht hoch. Ich schaue jetzt einfach mal ein bisschen hier um das Haus herum. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas. Was auch immer das ist. Ja, hier scheint aber nicht mehr großartig was zu sein. Sollen wir jetzt einfach weitergehen? Sollen wir mit dir reden? Ja, wir können von mir aus gehen, weil ich glaube, hier ist nichts mehr groß zu finden. Ein paar Sachen habe ich jetzt gefunden im Haus, aber hier draußen... Hier draußen gibt es nichts mehr. Ja, dann können wir los von mir aus. Kommst du mit einfach oder muss ich dir irgendwie... Kommst du? Fragezeichen. Ja, er kommt. Das heißt, wir laufen jetzt einfach mal hier den Weg entlang. Gemeinsam. Die sind anscheinend zusammen unterwegs und versuchen sich hier so ein bisschen durchzuschlagen und ja, zu überleben in dieser Welt. Ich glaube, ich habe was von einer Pandemie tatsächlich gelesen. 35 mm. Die hier passiert sein soll. Also es hat jetzt nichts irgendwie mit einem Atomunglück oder so zu tun, so wie das in dem anderen Spiel war. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Mann, 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 wie hieß denn das nochmal? Es war auf jeden Fall auch von der Grafik her, war das echt fast genauso wie dieses Spiel hier. Da hat es die ganze Zeit geregnet. Das weiß ich noch. Das war auch ein echt cooles Spiel. Auch wenn es ein bisschen, ja, von der Story her ein bisschen aus der Luft gegriffen war. Aber es war an sich echt cool. Guck mal, können wir hier, also da hinten ist jetzt zum Beispiel ein Haus, ne? Können wir da einfach hingehen, wenn wir jetzt wollen? Oder müssen wir hier auf den Wegen bleiben? Beziehungsweise dem Typen hinterherlaufen? Oder ist das schon so, dass wir uns hier frei bewegen können? Anscheinend können wir uns frei bewegen. Dann möchte ich mich natürlich auch ein bisschen umgucken, weil ich denke schon, dass man hier hinten dann was finden kann. Wir können sogar auch rennen. Ach, guck mal. Das macht die ganze Sache natürlich ein bisschen angenehmer. So, dann gucken wir doch mal hier in diese kleine Box rein. Da können wir gar nicht reingucken. Ist das eine Batterie? Ja. Eine Autobatterie, eine Starterbatterie. Können wir anscheinend nichts mit anfangen. Sonst hätten wir sie ja mitgenommen. No one is home, looks unfriendly. Ja, keiner zu Hause, sieht auch nicht besonders einladend aus. Gehen wir mal rein. Ja, ist tatsächlich niemand zu Hause. Sieht ähnlich aus wie in der anderen Hütte. Ah, das können wir lesen. Wir haben auf der Straße für ungefähr 3 Stunden gewartet. Auf dem Weg haben wir Inhabited Settlements, but didn't have the... Also wir haben, ja, wir haben verlassene Gebäude gesehen, aber haben es nicht getraut reinzugehen. Ungefähr 1 Kilometer oder ja, 1 Meile von hier hatte unser Auto einen platten Reifen. Also mussten wir es zurücklassen und runter von der Straße. Wir haben ein paar Tage im Haus gewartet, also sind sie anscheinend doch in irgendein Haus gegangen. Es ist auf jeden Fall sehr ruhig in der Gegend, nur ein paar leere Häuser und das war's. Aber gestern haben wir Schüsse aus dem Wald gehört und sind daraufhin von hier abgehauen.
ganz frei übersetzt. Ja, ich kann das nicht so gut mit dem Übersetzen. Aber so ungefähr, denke ich mal, trifft's das. Ein Erste-Hilfe-Kit. Und noch ein bisschen was zu essen, was wir anscheinend nicht aufheben können. Na, warte mal, dann esse ich mal kurz was. Dann können wir das ja nicht mitnehmen. Na super, okay. Das war eine etwas dümmliche Idee. Ein Kompass. Aha. Den dürfen wir ja jetzt auch im Inventar haben. It seems... ach, der Kompass ist kaputt. Ja gut, dann hätten wir den auch liegen lassen können. Hier liegt noch eine Autobatterie. Ja. Interessant, interessant. Ein leeres Haus. Da hinten ist noch ein leeres Haus. Da gehen wir natürlich auch noch hin. Und gucken uns das an. Was? Ich darf nicht so weit gehen? Oh, ernsthaft? Das ist ja gemein. Tja, dann halt nicht. Also wir sind scheinbar doch so ein bisschen eingegrenzt von der Bewegungsfreiheit, die wir jetzt hier haben. Naja, aber wir können uns ein bisschen frei bewegen und zumindest etwas die Umgebung erkunden. So, jetzt weiß ich natürlich gar nicht, wo der Typ hingegangen ist. Ich glaube, der war hier auf der Straße irgendwo unterwegs. Oder? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Hier hinten sind wir hergekommen. Das heißt, hier ist die... Genau, da vorne ist er. Dann gehen wir mal erstmal mit ihm weiter. Und schauen mal. Schauen mal, was so passiert. So, da vorne ist anscheinend ein Baum umgefallen oder so. Okay, der kann nicht so lange rennen. Irgendwann ist er erschöpft. Ja, mein Gott, jetzt fängt er noch an. Fängt er noch an, so schwer zu atmen. Ja, hier vorne ist einfach nur ein Anhänger mit Baumstämmen drin. Da fehlt aber was. An der Anhänger. Also nicht an der... Wie nennt man das? An der Deichsel. So, ja, hier ist ja auf jeden Fall echt nicht viel los, also, ich weiß nicht, das Wetter sieht so ein bisschen diesig aus. Auf der einen Seite kommt die Sonne durch die Wolken, aber auf der anderen Seite sieht es auch echt finster aus da hinten. Wobei der Himmel ganz gut gelungen ist, finde ich. Also der sieht echt mit dem Wolkenloch da vorne, mit dem blauen Himmel, das ist schon echt schön geworden. Da hinten ist doch jemand, oder? Meine ich das nur? Sieht das nur so aus? Ne, das war nur ein Baumstamm. Also so ein Baumstumpf. Ich kann mich ein bisschen umgucken. Mein Kollege wird schon zu mir aufschließen. Aha. Das hört sich nicht so super an. Jedes Mal, wenn der so... dieses Geräusch macht, denke ich, dass von irgendwoher ein Bär kommt plötzlich. Einfach so ein braunen Bär aus der Ecke springt und mich angreift. Ich weiß ja überhaupt nicht, mit was wir es hier zu tun haben. Ob es Gegner geben wird oder nicht. Und was das generell hier alles ist. Das ist alles komplett offen. Ich weiß auch nicht, inwieweit wir jetzt hier zum Beispiel irgendwelche Sachen einfach auf dem Boden finden könnten, theoretisch. Ich denke mal nicht. Deswegen, ich werde mich mal auf die Wege beschränken und falls irgendwo ein Haus oder eine Hütte oder irgendwas zu sehen ist, dann gehe ich dahin. Aber ansonsten... Oh, die Soundkulisse. Nicht übel. Sieht auch schon vom Licht her, aber also ich will mich nicht beschweren. Also sieht nicht verkehrt aus. Alter, was war das denn jetzt gerade? Ist aber so ein bisschen beängstigend. Beklemmend gerade hier in diesem Wald, ehrlich gesagt.
Ich renne mal ein bisschen. Junge, Junge, Junge. Wo ist denn jetzt der Kollege hin? Auch nicht so gut, wenn wir den einfach da hinten zurücklassen, oder? Ich weiß ja nicht. Ich weiß auch nicht, wie lange er uns überhaupt noch begleiten wird. Ich denke mal, er wird irgendwann sterben. Also, das ist so ein Spiel, das ist irgendwie, also... Ich denke mal, er wird es nicht überleben. Einer von beiden wird es wohl nicht überleben, denke ich mal. Hier ist eine Straße. Und ein Auto. Vielleicht das Auto von denen, von dem wir gerade gelesen haben. Ich hoffe mal nicht, dass es Zombies gibt oder so. Ach, da ist er wieder. Okay. Er hat doch aufgeholt. Sehr mysteriös. Schauen wir uns mal das Auto an, zuallererst. Du kannst auf jeden Fall aufmachen. Da drin befindet sich eine Wasserflasche, die nehmen wir mit. Ein Foto von irgendeiner Brücke. Muss man die kennen? Ich kenne sie auf jeden Fall jetzt auf den ersten Blick nicht. Okay, ansonsten ist hier nichts mehr groß zu sehen in dem Auto. Hallo, mach zu. So. Gucken wir mal, ob der Wagen einen platten Reifen hat. Das möchte ich jetzt mal hier, also rein Interesse halber wissen. Ja, hat er. Das heißt, es ist tatsächlich das Auto von denen wir da gelesen haben. Macht ja nur Sinn, ne? Und es ist auch wirklich, es spielt in Russland, weil das ist ein russisches Kennzeichen. So, wir sollen anscheinend hier lang gehen. So wie es aussieht. Das heißt nochmal weiter durch den Wald durch. Ich weiß nicht, ob die zwei einen Plan haben oder ob die sich hier auskennen, ob die hier öfter unterwegs sind vielleicht. Oder ob die jetzt hier einfach nur quasi durch die Landschaft streifen, auf der Suche nach was Essbarem und vielleicht einem Unterschlupf. Wobei es da ja... Oh, okay, er macht ein Foto. Wobei es da ja vielleicht sinnvoller wäre, sich irgendwo niederzulassen tatsächlich. Achso, die Fotografie ist nur ein Hobby von ihm gewesen. Beziehungsweise anscheinend immer noch. Jemand hat mal gesagt, die Kamera sei eine kleine Zeitmaschine. Es erlaubt dir, zurückzugucken in die Vergangenheit und die Gefühle wiederzuerleben, die du dort hattest. Es kann aber auch schmerzhaft sein. Weiter konnte ich leider nicht lesen. Das war ein bisschen schnell und ein bisschen viel auf einmal. Hier unten haben wir wieder ein Gebäude. Ich laufe jetzt mal vor, weil sind wir ja hier ewig unterwegs. Ja, die Kamera eine Zeitmaschine. Klar, man hält natürlich gewisse Momente fest für die Ewigkeit. Und kann sich immer wieder zurückerinnern an die Momente, in denen man das Bild gemacht hat. Hier kommen wir nicht rein. Das ist anscheinend mit irgendwas, was aussieht wie dünne Haare oder so, zugebunden. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall zu. Naja. Hier ist noch ein alter Traktor. Da können wir aber auch nichts groß dran machen, wie es aussieht. Nee, hier wird nichts sein. Wo ist der Typ? Schon wieder weg.
Oh ne, der ist da vorne an dem. Ne, hier gibt's nichts, habe ich doch schon gesagt. Hab ich da schon alles durchgeguckt. Absolut nichts zu sehen. Hier übrigens diese Pflanzen, finde ich ganz interessant. Ein kleiner Fact. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie die heißen, aber die sind mega giftig. Also auf gar keinen Fall sollte man die berühren. Wenn ihr die mal irgendwo sehen solltet. So, der Typ klettert noch ein bisschen auf dem Traktor rum. Und ich würde fast sagen, mit diesem, ja, mit dieser kleinen Weisheit, beende ich die erste Folge von 35 mm. Okay, vielleicht auch noch nicht. Da ist ein Hund. Oder Wolf oder was auch immer. Ich wäre ja vorsichtig. Okay, das scheint aber nett zu sein. Aber ich wäre wirklich vorsichtig bei sowas. Na gut, dann verabschieden wir uns jetzt mit dem kleinen Hund hier, der uns zugelaufen ist und jetzt weiterläuft. Bis zur nächsten Folge von 35 mm und dann gucken wir, in welche Richtung dieses Spiel uns noch tragen und treiben wird. Macht's gut und bis dahin.